Moin, die Figuren sucht es und herzlich willkommen zurück bei Chris Tim und heute mit einem speziellen Mega-Haul. Es ist jetzt interessant, weil der Mega-Haul hier kommt eigentlich nach dem Mega-Haul, den ich schon gedreht habe. Allerdings ist das jetzt hier der Mega-Haul speziell für die Los Amigos 4 vom letzten Wochenende, die mega krass war. Also richtig hammerhart. Ich habe sehr viel Spaß gehabt, sehr viel Stress gehabt und ich habe sehr viel geschwitzt. Wie alle auf dieser Convention. Es war so heiß. Und auf der Bühne war es unbedingt noch mal heißer. Aber es hat richtig viel Spaß gemacht. Und da muss ich natürlich auch Danke sagen an euch alle, die dabei waren. Ihr habt dann die Convention dazu gemacht, zu dem sie geworden ist. Ein richtig klasse, toller, ich habe gar kein Superlativ dafür, ein super Event. Eine riesengroße Familienfeier, wo sich alle untereinander verstanden haben und einfach nur Spaß zusammen hatten und viel erlebt haben. Dazu speziell kommt aber noch ein einzelnes Video extra. Das kommt erst am Wochenende, weil viele von euch haben mitbekommen, dass es im Moment ein paar Diskussionen gibt über eine Sache speziell, und zwar über diese hier. Über unser Con-Exclusive. Ich gehe jetzt nicht drauf ein. Ich habe natürlich eins, ich habe auch mehrere. Klar, ich bin Mitveranstalter, ich habe mir mehrere bestellt. Und das ist natürlich auch ein Punkt, den wir dann in diesem Video behandeln. Aber jetzt geht es erstmal um den Mega-Haul aus der Los Amigos Teil 4. Ich habe natürlich auch Sachen gekauft, ich habe auch Sachen gewonnen. Denn wir haben auf der Convention immer Tombolas. Einmal die Charity-Tombola, diesmal mit goldenen Losen, könnt ihr auch im Livestream nochmal nachgucken. Und die normale Tombola für die Los Amigos mit bunten Losen. Das ist natürlich so, dass jeder Lose kaufen darf oder auch kaufen kann. Vorzugsweise natürlich alle Besucher. Wenn Lose übrig bleiben oder zu dem Zeitpunkt, wo die Tombola steigt, nicht verkauft werden, verkaufen wir die logischerweise, weil es ist eine Charity-Tombola, da kaufen wir selber natürlich auch dann die Lose, wenn wir übrig bleiben, weil das Geld an die Charity geht. Und deswegen haben auch wir gewonnen. Teilweise. Wie gesagt, zum ersten das coole Doppelpack. Da könnte ich auch ein Video drüber machen, denn für Sammler sehr interessant, es gibt Varianten von diesem Pack. Jetzt werden eigentlich sagen, oh nee, echt jetzt? Und dann sage ich doch, ja, echt jetzt. Auf die Varianten gehe ich dann nochmal ein. Also das Two-Pack sowieso limitiert. Und zusammen mit dem Case, ihr seht hier unten die Los Amigos Gravur. Diese Case gibt es nur, ausschließlich auf der, oder gab es nur, ausschließlich auf unserer Convention und 100 Stück für Mitglieder, die den ersten Run damals für das erste Two-Pack gemacht haben. Damit ihr den Unterschied seht zwischen den Two-Packs, habe ich natürlich auch meinen Prototypen hier. Auch im Case natürlich, damit da nichts passiert. Jetzt seht ihr natürlich gar nichts, weil es blendet wie Sau. So. Das ist die erste Variante oder erste Version. Und das ist dann die endgültige Version, die jeder hat. Oder abgesandelt. Auf jeden Fall geiles Ding. Es ist echt ein cooles Gefühl, das in der Hand endlich zu haben. Gut, ich hatte sowieso alle in der Hand, weil Stefan, Mr. S, nochmal Grüße raus, und ich haben am Mittwoch von 14 Uhr bis 2:30 Uhr nachts jedes dieser Two-Packs nochmal nachgearbeitet. Und das ist dann dabei rausgekommen. Also nochmal danke dafür, dass du mitgemacht hast und das durchgehalten hast. Was gab es noch? Was habe ich noch bekommen? Ich hatte mit Stefan Spielplatz, der auch Händler war auf der Convention, einen Deal. Und der Deal wurde teilweise erfüllt auf der Convention. Ich habe eine Figur von ihm bekommen, die ich bis dato noch nicht hatte. Der Horde Trooper aus der Origins-Reihe. Ja, endlich habe ich meinen Horde Trooper. Gott sei Dank. Ey, das hat Ewigkeiten gedauert. Aber was lange währt, wird endlich gut. Ich habe echt lange gebraucht, bis das Ding kam. Und ich habe zwei davon. Eigentlich hätte ich noch mehr, die kommen dann aber noch. Und ich finde die Figur an sich nicht schlecht. Ich mache jetzt keine Review oder sowas, nein. Ich freue mich einfach, dass ich die Figur habe. Und ich hätte auch nicht gedacht, dass die Rüstungsteile so starr sind, also so Hartplastik. So dachte er, das wäre so ein bisschen, ihr wisst schon, lockerer. So, die beiden Figürchen habe ich noch gekriegt. Und ich habe mit Francesco. Francesco ist unser Mann für das Künstlerische vor Ort. Francesco ist derjenige, der das Grayskull Tor gebaut hat. Wenn ihr auf der Convention wart, seid ihr auf jeden Fall mindestens einmal, wenn nicht sogar 16 Mal, durch dieses Grayskull Tor gelaufen. Das ist Francesco gewesen. Und auch der Motokicker, das war Francesco. Und dieser kleine Extra-Raum, wo das
Diorama-Stand vom Masters of the Universe Realfilm. Da ist er, Francesco. So was macht er eben. Und wir hatten einen kleinen Tausch am Start. Er hat noch einen Horntrooper übrig gehabt, einen Vintage. Den hat er mir gegeben und ich habe ihm dafür eine Castle Grayskull Origins gegeben. Also habe ich jetzt noch einen neuen Horntrooper für meine Sammlung. Der nicht so gut hält, aber es ist halt ein Horde-Trooper. Schöne Wurst. Was gab es noch? Genau, Red Packs war auch vor Ort. Und Red Packs hat richtig coole Ideen. Übrigens, dieses Case war auch von Red Packs. Ihr könnt auch später, wenn ihr so ein Case nicht bekommen habt, das Exklusiv-Case, ihr könnt zu einem späteren Zeitpunkt bei Red Packs auch ein Case bestellen. Ohne diese Gravur, aber da könnt ihr euer Tubik reinpacken. Das wird auf jeden Fall kommen. Und er hatte auch noch, das habe ich im Vorfeld mit ihm schon abgeklärt, richtig coole Cases für Videospielsysteme. Sega Masters, Sega Game Gear, Game Boy und so weiter alles. Und die fand ich so mega, habe ich gesagt, du weißt du was, ich hätte gerne zwei Versionen. Einmal für eine für meinen Game Boy für Tetris und einmal für Super Mario Land. Zu Mario Land habe ich jetzt noch nicht zusammengebaut, aber mein Tetris ist fertig. Das habe ich jetzt zusammengebaut. So sieht er jetzt aus. Hier oben seht ihr dann das Modul und der Gameboy. Und was ich sehr cool finde, auf der Rückseite habt ihr dann nochmal die Specs, also die ganzen Daten vom Gameboy selber. Und das finde ich ein richtig cooles Display-Piece, das finde ich richtig stark. Ich fand es für mich super, weil ich habe keine Lust, meine ganzen Gameboys einfach so im Schublade oder im Schrank liegen zu lassen. So sieht das noch mal was aus. Und das fand ich richtig geil. Also ja, vielen Dank, richtig coole Arbeit. Ach so, ihr habt ja hier dieses Gebimsel hier gesehen. Das Armband hat mir auch jemand auf der Convention geschenkt, was eine sehr interessante Geschichte war. Wir hatten damals einen Deal, also er hat was von mir gekauft und haben halt Gewehr geschrieben und er macht diese Seite selber. Wenn ich jetzt nochmal rauskriege, welche Webseite das ist, verlinke ich die euch gerne. Ich habe das echt im Stress voll verpennt. Ich bin da gerade richtig so wütend. Nach dem Sonntag war ich 3 Tage wirklich kaputt, richtig kaputt. Aber es war super, es hat so einen Spaß gemacht. Das auf jeden Fall nochmal vielen Dank für dieses coole Armband. Ich trage es seitdem auch jeden Tag. Dann so eine Kleinigkeit, die untergegangen ist, die ich eigentlich gar nicht mitgekriegt habe, war so ein Los Amigos Convention Kugelschreiber. Klein, aber ich finde es cool. Hat nicht jeder bis jetzt. Kennt sich vielleicht noch. Ah ja, das T-Shirt natürlich auch, unser Exclusive T-Shirt. Das Motiv ist von Ken Coleman exklusiv gemacht. Das haben wir auch. Dieses Kartenset habe ich dann natürlich auch mir geholt. Ich habe beide Sets jetzt, die anderen liegen jetzt da vorne, die habe ich jetzt hier zugeholt, aber unsere Künstlerkarten, das ist diese Spezialkarte, die gibt es nur 25 Mal. Ich habe die bei der Tombola gewonnen. Also 25 Mal, die leuchtet im Dunkeln mit der Autogramm von dem jeweiligen Künstler. Und das ist bei den Karten hier genau das gleiche. Das ist jetzt hier, wie gesagt, das ist das Motiv von Ken Coleman mit Autogramm. Und hier habe ich jetzt zum Beispiel Nino Ade mit Autogramm hinten drauf. Beide Versionen. Dann gab es noch Wiener von Grayskull und noch den King Hiss als Motiv. Es gab noch einen kleinen Battle Cat und das Tupac von, also das Tupac halt in klein von The World Small. Dann, die haben es leider nicht so ganz gut überlebt, aber das wollte ich unbedingt haben. Legends of Dragonor von Formo. Wir haben auch Poster dort ausgelegt, die sich jeder kostenfrei mitnehmen konnte. Und da habe ich gesagt, na klar muss ich mir da einen mitnehmen. Also vorne dieses schöne Display und hinten drauf nochmal die Bios von den Charakteren. Ja, das fand ich auch richtig klasse. Ich habe irgendwo mal gelesen, bei irgendeinem Livestream hat jemand geschrieben, weil Formo hatte ein Panel bei uns auf der Convention und ich hatte es angekündigt mit Weltpremiere. Und hat irgendjemand geschrieben, was ist denn jetzt die Weltpremiere? Das Panel war die Weltpremiere. Formo hat noch nie irgendwo einen Auftritt gehabt. Formo hat noch nie irgendwo öffentlich diese Prototypenfiguren ausgestellt. Das ist das erste Mal weltweit auf der Los Amigos passiert. Und das ist die Weltpremiere. Das ist eine Definition von Weltpremiere, wenn es das erste Mal irgendwo passiert. Und ich fand es mega cool von Formo, dass sie die originalen Prototypfiguren mitgedacht haben. Also das sind die Originaldinger. Wenn die kaputt gehen, dann ist Popo auf. Also richtig. Und die sahen echt schick aus. Fand ich richtig gut. Mate, The Ultimate Player. Oder wie ich ihn gerne nenne, The Ultimate Unboxer. Er weiß warum. Wenn er das Video sieht, Grüße gehen raus.
Er hat mir so im letzten Moment, ich habe ihn endlich mal getroffen, oder wir haben uns endlich mal getroffen, weil letztes Mal ist er mir vorbeigelaufen und ich habe es nicht gesehen, hat er mir eine Maske geschenkt. Ist die nicht schön? Nee, die ist so schön. Eine Maskmaske, also eine Maskemaske. Aus, ich denke, das ist ein Partyset gewesen oder so. Und ich fand das richtig cool. Die Geste fand ich schon sehr super. Und das ist halt eine Vintage-Maske, die ich in meine Mask-Vitrine stellen werde, weil ich das Ding richtig cool finde. Vielen Dank, also das ist sehr schön. Jetzt kommt ganz schön viel Zeug, also wirklich viel Zeug. Ich hatte ja gesagt, ich habe mir was gekauft und ich hatte auch sehr viel Glück bei den Gewinnspielen. Und ich hatte auf der Bühne, hatte ich ein Item, was wir mehrfach da hatten. Vielen Dank nochmal an Mattel für das Sponsoring der ganzen Tombolas und der Kids Corner mit den coolen Sachen. Es gab ein Item, was ich absolut gefeiert habe. Ich habe es vorhin in der Hand gehabt. Ich fand es einfach nur klasse. Finde es immer noch sehr klasse. Und es ist das hier. Bei der Macht von Grayskull. Ich habe die Kraft. Das Power Sword. Das Power Sword aus der CGI Master of Universe Serie oder He-Man und Master of Universe Serie hat 18 verschiedene Phrases drauf, also 18 verschiedene Soundeffekte. Ich habe alle ausprobiert, mehrfach. Das ist so lustig, ich komme da nicht auf klar, ich finde das so toll. Und jetzt habe ich es auch. Also ein richtig schönes Teil. Dann in kleiner Stückzahl haben wir auch was verkauft beim Exclusive-Stand und da habe ich mir eins gekauft. Und zwar, viele erinnern sich noch, auf der Los Amigos Teil 3 hatten wir diesen Magenta Faker, also von Faking Filmation, von, ich habe auf der Bühne auch seinen Namen dauernd überlegt, James Etok. Und das sind die Teile, also die letzten 10 Teile, die übrig geblieben sind, wo wir keine Figuren von gemacht haben, weil wir gesagt haben, nein, den Faker machen wir 10 Mal, das war's mit der Box, es gibt nur 10. Und das sind die Teile, die hier übrig sind, und das ist eben die Rüstung von Faker, Magenta, das Schwert und der Kopf. Und die haben wir für 10 Euro auf der Convention verkauft. Es gibt davon auch nur, ich glaube 10 Stück gab es davon. Und die waren alle weg. Also so weg. Ich bin froh, dass ich noch einen gekriegt habe. Aber die waren alle sehr schnell weg. Dann gab es natürlich, oder gibt es natürlich immer noch, das könnt ihr übrigens immer noch kaufen. Wir haben noch einige Restsachen davon. Das Card Game. Das Trading Card Game. Von Nino Ade. Und das wird jedes Jahr erweitert um weitere Karten. Und die sehen richtig schick aus. Hier haben wir hier zum Beispiel Sodak. Und das ist dann die Rückseite. Und von diesem Card Game gibt es natürlich auch eine Spielanleitung, die ist dabei. Und jedes Jahr auf der nächsten Convention gibt es dann ein Booster Pack. Dann könnt ihr euer Kartenspiel erweitern. Wir machen vielleicht auch sogar Turniere damit. Also ihr könnt dann auch Sachen gewinnen, wenn ihr gegeneinander dieses Kartspiel spielt. Und wenn ihr Mitglied seid im Los Amigos e.V., im Club, also hier mit dieser Clubkarte, dann bekommt ihr übers Jahr verteilt auch exklusive Karten, die ihr nur im Verein bekommt. Ach hier, ha, hier sind sie doch. Hier sind die anderen Karten. Hier ist nochmal das helle Set komplett. Und die sind auch unterschrieben. Hier ist dann, die habt ihr schon gesehen. Hier ist auch noch einmal Orko und der King Hiss. Genau, Carsten Clinch war das. Der Name ist mir gerade entfallen. Aber das sind die exklusiven Collector Artist Cards, die wir da verkauft haben als Set. Es gibt auch noch einige Sets davon. Wenn ihr noch solche exklusiven Sets haben wollt und Interesse habt an den Trading Cards oder an dem Kartenspiel, könnt ihr gerne noch eine E-Mail schreiben an team@los-amigo.org. Wenn wir noch welche haben, können wir die gerne zukommen lassen. Wir haben auch noch das hier, das Pinset, was ich persönlich richtig, richtig gut finde, weil es eine Herzensangelegenheit von mir war, weil es endlich mal einen Pin von mir gibt. Unter anderem, also hier unten ist ein Pin von Chris Tamend, Figurensuchti. Und dann haben wir hier oben den Los Amigos Convention Pin, das Exclusive Shirt vom letzten Mal und den LA Logo Pin. Das sind jetzt ein bisschen, das habe ich jetzt ein paar mehr mitgenommen. Dann natürlich, das muss man nicht kaufen. Ha, Moment. Jeder, der auf die Convention ging oder gekommen ist, sollte eine Tüte bekommen haben am Eingang. Unsere kleine Goodie Bag, die
fand ich auch mega klasse. Also das war wirklich ein Herzenswunsch von mir. Ich wollte unbedingt am Eingang eine Tüte haben, die man jedem Besucher in die Hand geben kann. Hier hast du eine Tüte, da ist alles drin, was du für die Convention brauchst. Da ist zum Beispiel drin einmal das Programmheft, komplett mit allen Infos und dem Lageplan, wo was ist. Dann noch ein Flyer. Gut, wenn man auf der Convention ist, der Flyer ist dann hinfällig. Und es gab noch kleine Sticker. Einmal die Little Amigo Adventures, dann Masters of the Universe 40th Anniversary Sticker, dann Nino Arde Logo Sticker und Dredger. Und die konntet ihr natürlich auch benutzen, um dort ein bisschen einzukaufen. Klar, die hat nicht ganz gereicht für die Einkäufe, die ihr getätigt habt, aber es hat funktioniert. Ach so, die Sticker habe ich auch noch bekommen. Na? Von Skebo Art, der diese coolen Skateboard-Decks gemacht hat, hat mir dann noch hier, Chris, möchte ich dir gerne geben, kannst du gerne haben, nimmst du mit, freust du dich? Ja, freue ich mich auch. Zwei Sticker von ihm. Dann gab es noch hier dieses Buch von Yuka Isakainen. Das ist ein Los Amigos Exclusive Variant Cover. Das habt ihr nur bei uns bekommen. Davon sind noch wenige da. Wenn ihr auf das Buch Bock habt, könnt ihr es auch noch kaufen, wenn ihr möchtet. Ebenfalls gerne an die team@los-amigos schreiben. Hardcover. 200, ich weiß nicht genau wie viele Seiten, knapp 200 Seiten. 191, 293, 193 Seiten. Und das ist eine unoffizielle, unofficial guide to the 2002 Cartoon. Und ihr habt dann jede Menge Informationen in dem Buch drin. Es sieht schon stark aus und ich finde es mega cool. Für mich persönlich ist es auch so mega cool, dass hier Los Amigos mit draufsteht, überall. Und das ist so ein, ach, das ist schon cool, wir haben ein Buch. Das ist schon richtig klasse. Dieses Buch wurde zum ersten Mal oder überhaupt verkauft auf der Los Amigos. Das habt ihr zum ersten Mal bei Los Amigos bekommen, sonst habt ihr es noch nirgendwo bekommen. Es war wohl irgendwo vorbestellbar auf so einer Internetseite, aber die haben den Druck verschoben und da ist das Variant-Cover nicht dabei. Das sieht dann anders aus. Jetzt kommen wir mal zu den Sachen, so die Gewinnspielsachen, die ich dann mitgekriegt habe, wo ich teilweise mich richtig gefreut habe und teilweise so, ja, okay, ist halt so. Eine Sache, mit der ich nicht so viel anfangen kann, aber irgendwie auch gut, weil halt toll ist, ist das hier. Ich glaube, da hat man bei der Tumblr mein Gesicht auch gesehen. Es ist ein cooles Toy, kann man nichts gegen sagen. WWE The Rock mit dem Wrecking Car, das ihr auseinandernehmen könnt. Das Dach kann weg, dann irgendwie die Türen könnt ihr rausreißen. Ihr könnt alles, fast alles rausreißen. Und das ist aber auch ein Sponsoring von Mattel für die Tombola. Ich stell's mal nach hier. Dann geht's weiter mit einem Two-Pack, was ich im Woche bekommen habe, gewonnen habe. Einmal Orko Ork-O und die Zauberin von der neuen Kinderserie. So, zack. Die habe ich auch gekriegt. Eine Sache habe ich noch aus der Serie und zwar Battle Meow, Battle Cat. Die habe ich auch gewonnen. Und jetzt kommt der Punkt, wo es richtig voll wird. Am ersten Tag gab es die Charity Tombola und da habe ich sogar was gewonnen. Ja, beziehungsweise meine Frau hat was gewonnen. Das hat sie mir überlassen, weil sie damit nichts anfangen kann. Ich finde das ein sehr, sehr geiles Pack. Dark Knight Metal. Das Set hier. The Batman Who Laughs and Robins of Earth 22. Also das Set fand ich damals, als das rauskam und als ich das gesehen habe, fand ich schon mega cool. Und die ganze Tombola da mit den ganzen DC-Figuren oder McFarlane Toys besser gesagt, wurde gesponsert von Heo. Und das war auch schon wieder Wahnsinn, was die uns da geschickt haben und was man dann gewinnen konnte. Den habe ich mir auch mitgenommen. Ich sammle die Revelations nicht, aber wir denken uns das hier mal komplett weg. Den Triklops hier finde ich richtig gut. Das ist eine richtig coole Figur. Die sieht richtig schick aus. Sein Kuttengedöns da, das ist mir total Wurst. Aber die Figur an sich finde ich richtig schick. Die ist richtig toll geworden.
Und deswegen habe ich mir den mitgenommen. Ich will jetzt nicht die Tupacs verdecken, deswegen stehe ich ihn da hinten. Noch weiter, ein Merman. Der ist auch, hat den auch Weg zu mir gefunden. Unfreiwillig, weil Tombola. Aber den kennt ihr wahrscheinlich auch schon. Dann stellen wir den mal, das schieben wir ein bisschen weiter weg. Orko kommt dahin, kommt Merman dahin, das sieht man am wenigstens. Auch am ersten Tag bei der Tombola von Heo hat meine Frau das hier noch gewonnen. Den Redemir von Spawn. Und da gab es noch zwei andere Spawn-Figuren, den Violator und The Clown. Und den Violator hätte ich sehr gern gehabt, weil der war richtig cool. Richtig starkes Ding. Aber es ging an jemand anders, der sich richtig darüber gefreut hat. Und das ist die Hauptsache. Es war sowieso richtig toll, auf der Bühne zu stehen und nur Lust oder lachende Gesichter zu sehen. Klar, wenn jemand was gewinnt, wer heult dann schon. Aber es war richtig klasse, richtig tolles Gefühl. C-Toys habe ich was gekauft, was Kleines. Eigentlich gar nicht so mein Ding. Eine Han Solo-Figur. Han Solo Mimban. Warum habe ich mir jetzt einen Han Solo gekauft? Du sammelst doch eigentlich Tupac, genau. Ich werde ihn mir auch wahrscheinlich ein bisschen anders hinstellen, weil ich möchte, dass er diese Maske aufhat. Ich finde das Outfit halt cool. Im Prinzip ist es ein imperiales Outfit. Es steckt nur eine falsche Person drin. Also für den Film nicht, aber ihr wisst schon, wie ich das meine. Und deswegen habe ich mir den gekauft. Für ein Schnäppchen. Ach, eine Sache habe ich noch vergessen. Das habe ich auch gewonnen. Ein Evoli. Ein Evoli Megablocks. Jetzt wird es ganz schön groß. Und jetzt kommt das, was... Ne, eins habe ich noch. Martin Ruffer hat mir was versprochen. Er hat gesagt, du, ich habe noch was rumfliegen. Das bringe ich dir gerne mit zur Convention. Und er hat Wort gehalten. Einen Redeem-Code für die Xbox, für Halo Infinity. Infinity ist Quatsch. Infinite. Den werde ich nachher nochmal einlösen. Mal gucken, was das ist. Danke nochmal, Martin, dafür. Und jetzt kommt was, wo ich eine kleine Vorgeschichte habe. Ich hatte ja schon erwähnt, Mr. S. hat bei der Convention sehr, sehr viel geholfen. Und ich bin mit ihm auch dahin gereist. Und hat mir dann auf dem Weg dahin, was ich komplett vergessen hatte eigentlich, gesagt, er möchte gerne eine Spider haben. Am besten Misp, also mit Inzial Box. Und dann waren wir auf der Convention beim Aufbau, haben da rumgerödelt und habe ich zufällig gesehen, dass, also das Gespräch ist dann schon in Vergessenheit geraten bei mir, bei C-Toys eine Spider stand. Und ich wusste, ich hatte diese Spider schon immer im Auge auf der Webseite. Auf der Webseite war sie 4,99, also 499 Euro aufgelistet. Und da habe ich ihm aus Interesse gefragt, du Christian, was willst du für die Spider haben? Und er so 400. Und da habe ich gleich gesagt, klick, Alter, das ist 100 Euro günstiger. Und er so, ja, ich mache die Preise günstiger als auf der Webseite, weil hier Convention und so. Ist so mega cool. Leg die mir zurück, ich würde die gerne nehmen. Und 5 Minuten später kam dann Stefan, also Mr. S., kam dann vorbei und hat die Spider gesehen und ist ausgeflippt. Ja, die will ich haben, die will ich haben, die will ich haben. Was kostet die denn? Ja, 400, aber die ist schon verkauft an Chris. Und das Gesicht ging so wupp. Ich habe dir doch erzählt, dass ich die haben will. Und ich so, ja, aber ich habe die zuerst gesehen und ich möchte die auch. Und dann habe ich dann gesagt, komm, eigentlich, du hast so viel Kram und das wäre sein erster großer Mock. Komm, lass, ist egal, dann lass ihn den Vortritt und er wird sich bestimmt darüber freuen. Dann habe ich gesagt, hier, Schnipp, ist auch bekloppt. Ich bin zurückgetreten vom Kauf, habe gesagt, komm, Stefan, du kannst es gerne haben, das ist dann deine Spider. Das ist halt eine Eurobox gewesen. Ich stehe auf Euroboxen. Ich bin nicht so ein Fan von diesen amerikanischen Sachen, sondern Euroboxen. Und er hat sich tierisch gefreut, hat sie dann gekauft. Und das habe ich ihm auch richtig gegönnt. Wir springen 2 Stunden hier nach vorne. Steindorf hat aufgebaut. Steindorf hat dann auch sich schön den Stand fertig gemacht. Und was haben sie ausgepackt? Eine Spider. Auch Misp. In einer recht schönen Box. Also die Kanten sind nicht angeschlagen und so was alles. Ist allerdings die US-Box, wie ich gerade schon gesagt habe. Aber der Zustand ist besser als die Euro-Box. Und da war kurz der Gedanke zwischen Stefan und mir, ob wir tauschen. Und dann haben wir gesagt, nee, komm, lass, du hast jetzt eine emotionale Bindung zu dem, was du jetzt da hast, in der Hand hast. Deswegen, ich bleib bei meiner, die ich gekauft habe, bleib bei der, die du gekauft hast. Und wir sind alle fein damit. Und deswegen habe ich mir, das ist mein einziger richtiger Vintage-Mock, den ich mir, oder Misp, den ich mir gegönnt habe. Und ich bin sehr happy, jetzt brauche ich wieder einen Sora-Case. Verdammt. Und ich muss gucken, wo ich die hinstelle. Ich muss wieder umbauen. Aber das hat mich richtig gefreut, wie so viele von euch auf dieser Convention Sachen gefunden haben und natürlich auch mit nach Hause genommen haben. Es ist der Hammer gewesen, was da als Angeboten da war.
Ich muss jetzt nochmal schauen, wie ich das vergessen habe. Ach ja, klar, wie ich das vergessen. Das muss ich jetzt hier vorne hinstellen, so ein bisschen so. Neben der Tombola gab es natürlich auch eine Auktion. Die zweite konnten wir uns noch leider nicht machen, weil das mit der Technik ganz geklappt hat. Aber am ersten Tag gab es dann auch natürlich die Charity-Auktion. Und da habe ich was ersteigert. Ich fand es witzig und ich fand, dass der Preis war zu wenig, deswegen habe ich damit gesteigert, damit geboten und habe es dann gewonnen. Das wurde von einem Händler gespendet und das ging nicht hoch und habe ich das für 25 Euro ersteigert. Das ist ein 1994er Star Wars Action Value Pack, noch eingeschweißt in Folie. Da ist ein Jojo drin mit Darth Vader, da ist ein Relief Frisbee drin mit Sternzerstörern und dem Falken und ein Drache mit dem X-Wing und Darth Vaders MK2 TIE Fighter und dem Schriftstück von Star Wars. Und das fand ich recht, weil ich kannte es nicht von früher. Und das war halt so, das war damals die Area oder die Zeit, wo ich die ganzen Sachen gesammelt habe. Die 90er. Also hier diese krassen Figuren mit den V-Figürchen, wo Luke Skywalker aussah wie Arnold Schwarzenegger und so. Autsch. Dann habe ich noch eine Überraschung bekommen von Alex. Aber vorweg, hier ist noch was anderes drin. Don Fiji, der Bekloppte. Der macht ja so geile Sachen. Also ich habe den ja zum allerersten Mal privat getroffen, also real getroffen. Und der ist super nett. Der ist so ein bekloppter Typ. Und der hat mir eine CD von sich geschenkt. Gorilla Brawl mit Widmung. Ich habe noch nicht reingehört, werde es gleich mal tun. Er hat auch gesagt, vielleicht magst du es nicht. Es ist wohl irgendwie was mit... Er hat gesagt, es ist Hardcore. Ich bin gespannt. So. Ich bin sehr gespannt. Also, die war mit dabei. Und der Alex hat mir dann, ach, ich habe auch einen Aufkleber gekriegt, ist auch dabei, hat mir dann das hier geschenkt. Chris, du stehst so auf Stormtrooper. Und ich so, ja, mache ich. Ja, tue ich. Hab was für dich. Hab mir das Ding gegeben, habe ich es ausgepackt. Im ersten Moment habe ich so nicht ganz verstanden, was es ist. Aber dann habe ich das gesehen und gesagt, ah, das kenne ich doch. Es ist Mock. Also, my own creation. So, das ist jetzt ein Stormtrooper. Jetzt sagen viele vielleicht, das sieht ja nicht mal aus wie ein Sturmtruppler. Doch, es ist ein Mockup von den Versionen, die im Legoland stehen. Im Legoland gibt es ja, sind die Figuren nicht so in Lego, die kleinen, die hingestellt werden, die Minifiguren, sondern Lego hat seine eigenen Sachen, oder die Legoland, das Legoland hat seine eigenen Figuren gebaut, zum Maßstabsgetreu mäßig. Und da haben sie diese Truppen gebaut, die so aussehen. Mit Blastern und allem drum und dran. Und das hat er nachgebaut. Er hat es nicht geklaut. Also er ist nicht jetzt ins Legoland gegangen und hat da so eine Figur abgeknickt. Hat er jedenfalls gesagt. Die ist auch nicht zusammengeklebt. Also es sind Einzelteile. Und er hat mehrere davon gebaut und hat sich gedacht, boah, Chris findet die Dinger geil. Bring ich ihm eins mit. Und nochmal, hat er auch recht gehabt. Vielen, vielen Dank für diesen coolen Mock. Also das Ding ist richtig schön. Das hat mich auch sehr überrascht. Und er kommt gleich in die Vitrine zu den anderen. Jawohl, ja. Ich bin vielleicht ein bisschen eskaliert, weiß nicht genau, aber das war meine Ausbeute von der Los Amigos 4, soweit ich das machen konnte. Ich war ja sehr viel unterwegs und immer ein bisschen im Stress, aber es war super, super toll, mit allen von euch zu reden, euch wiederzutreffen und zu sehen, wie viel Spaß ihr hattet auf der Con und das war die Hauptsache. Wie gesagt, es kommt noch ein Video zu der Geschichte und zu der Geschichte Exklusivs und sowas. Da muss ich auf jeden Fall was zu erzählen, weil was gerade im Internet abgeht, finde ich überhaupt nicht korrekt. In keinster Weise, weder dem, also uns Veranstaltern gegenüber, noch den Leuten, die sowas gekauft haben. Deswegen wird da noch ein Video kommen. Und wenn ihr das Video seht, seid oder bleibt bitte nett. Ich werde es nochmal im Video sagen. Aber wenn euch das hier gefallen hat, könnt ihr mir gerne hier unter das Video kommentieren, ob ihr da wart, was ihr gefunden habt, wie ihr die Convention gefunden habt. Lasst gerne einen Daumen für das Video da und natürlich gerne ein Abo. Und wir sehen uns dann auf jeden Fall 2023 mit einem Geburtstag wieder. Schon wieder ein Geburtstag. Dieses Jahr 40 Jahre Masters, nächstes Jahr 5 Jahre Los Amigos Convention. Ich danke euch fürs Zugucken. Wie gesagt, bis zum nächsten Video sehen wir uns dann. Entspanntes Tschüssikowski und Stay Nerdy. Ihr Figurensuchtis.